Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte von natürlich mal wieder und unser SK Sturm hat gewonnen, natürlich in Pasching gegen den Last. Was denn auch sonst? 2:1 am Ende für unsere Blackies. Die wenigsten hätten mit diesem Auswärtssieg in der momentanen Verfassung wohl gerechnet, aber man hat es geschafft und gar nicht mal unverdient, wie man dazu anmerken möchte. Oder wie ich dazu anmerken möchte. Auf jeden Fall kommen wir mal direkt zum Spiel. Unsere Blackies ganz, ganz anders von der gesamten Einstellung ins Spiel gegangen, wie zuletzt zu Hause gegen Wolfsberg. Also man hat schon gesehen, die Mannschaft hat wirklich probiert, von der ersten Minute weg Gas zu geben. Ich will sie auch nicht zu hoch loben, denn wir wissen ja, Stichwort Prinzessinnen, man muss da ein bisschen aufpassen, dass die Egos da nicht zu viel gepusht schon wieder werden. Aber die Leistung war auf jeden Fall in Ordnung für ein Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten. Und ja, auf jeden Fall, Sturm eben gleich mal relativ brisant angefangen. Die erste Möglichkeit durch den für mich Man of the Match der Partie, Jakob Janscher, der über halb links ein bisschen Platz hat, gut bedient wird, ich glaube von Pink, und dann aus relativ spitzen Winkel abzieht. Ja, Schlager im Tor, der Linzer hat da so seine Probleme, aber der sollte noch ganz andere Probleme im Laufe der Partie bekommen, aber dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall hat Sturm von Beginn weg an defensiv den Lars ja weitestgehend im Griff, also gerade in der Anfangsphase macht man das defensiv sehr, sehr gut. Das Ganze geht so ein bisschen hin und her, aber insgesamt finde ich Sturm in der ersten Viertelstunde oder fast die ersten 20 Minuten eine bisschen giftigere Mannschaft, so im Vergleich. Danach kommt aber der LASK doch auf und ja, auch nicht zu knapp. Also der LASK hat dann innerhalb von wenigen Minuten relativ viele gute Chancen. Zunächst João Klaus, der weiße Brasilianer, keine Ahnung, wie man auf sowas kommt. Aber auf jeden Fall, der hat uns schon ganz schön Betrieb im ersten Durchgang gemacht. Auf der halbrechten Seite trifft er eben nur das Außennetz, zum Glück aus unserer Sicht. Danach das Ganze über halb links, wieder nur das Außennetz, und wenig später tankt sich Geuginger durch. Nach so einer knappen halben Stunde, nach einem Ballverlust von Maresic eben an Geuginger, ja, kommt der dann durch, relativ freie Schussbahn, und dann haut er ihn drüber. Also da merkt man, oder da merkte man schon, dass der LASK im Moment ja nicht so in hundertprozentiger bestechender Form ist, wie schon vor ein paar Wochen. Und ja, im Endeffekt hat Sturm dann nochmal ein, zwei, ja, eigentlich nur eine Halbchance, so gegen Ende der ersten Hälfte, wo gleich zweimal ein Schuss von uns abgeblockt wird, der letzte von Hierländer, und so geht's mit dem 0-0 in die Pause. Ich würde sagen, im ersten Durchgang hätte man sich nicht beschweren dürfen, wenn man einen Rückstand kassiert hätte. Dazu noch, genau, fast vergessen, eine Elfmeterszene, die eine klare Schwalbe in meinen Augen war. João Victor, ehemaliger Kapfenberger, ja, der angeblich von Dominguez gefoult worden sein soll, aber man hat es ziemlich gut gesehen in der Zeitlupe. Das war nichts, klare Schwalbe und dementsprechend auch gelb. So viel zum Durchgang Nummer 1. Im zweiten Durchgang Sturm dann wieder besser gestartet, aber diesmal hat man es auch länger halten können oder konservieren können, diese Leistung. Man hat gleich mal die erste dicke Möglichkeit gehabt, durch den auch an diesem Spieltag sehr, sehr starken Gideon Mensah. Janscher wieder beteiligt, der war sowieso auf seiner linken Seite immer omnipräsent, ein Doppelpass mit Mensah. Janscher schickt Mensah wieder auf die Reise. Der hätte dann auch noch zwei gute Anspielmöglichkeiten gehabt mit Pink und Lehmer. Ja, und macht ihn dann ein bisschen zu cool. Bisschen zu cool. Es wäre ein geiles Tor geworden. Man kann es ihm verzeihen. Es ist ein junger Spieler, der auffallen möchte. Aber der macht ihn mit dem Außenriss und hauchdünn vorbei. Wenn er drin ist, sagen alle, super gemacht. Aber so war es in einer Situation, wo es noch 0-0 gestanden ist. Eine sehr, sehr bittere, ja, leicht vergebene Torschance an der Stelle, würde ich mal sagen. Ansonsten, ja, tut sich der LASK im zweiten Durchgang wirklich schwer, offensiv noch was zu kreieren. Sturm eigentlich bombensicher. Die Linzer Angriffe werden eigentlich sehr, sehr souverän immer abgefangen und meistens sogar im Keim schon erstickt. Also man lässt wirklich, ja, im Paschinger Stadion dem LASK nicht sehr viel Raum in der Offensive, also das haben unsere Jungs gut gemacht. Und nach einer Stunde knapp dann das 1:0 für unseren SK Sturm. Wieder über die halblinke Position, Kitaishvili, der sich schön durchtankt, auch der sehr quirlig und wuselig bis zu diesem Zeitpunkt, mit einem sehr, sehr schönen Pass auf Jakob Janscher, und der macht das dann auch abgebrüht und trifft eben aus halblinker Position ins lange Eck zum 1:0 für unseren SK Sturm. In der Zeitlupe hat man gesehen, es war wohl doch knapp abseits, aber wie hat ja, der Jakob so schön gesagt nach dem Spiel, also
Passt schon so. Ist ja nicht so relevant. Gott sei Dank haben wir den Videobeweis ja nicht. Auf jeden Fall, ja, tut sich der Lars weiterhin schwer, probiert zwar ein bisschen was, aber unterm Strich kommt kaum eine ansatzweise gefährliche Chance raus. Michol hat mal einen Torschuss noch gehabt, der relativ knapp im Verhältnis am Kreuz noch vorbeizieht, aber ja, dann wird es eigentlich schon relativ turbulent in der Schlussphase. Koch mit einem Befreiungsschlag haut den Ball eigentlich nur mal nach vorne, um zu klären. Dann kommt eben, ja, Schlager, der Schlussmann, beim Lars aus seinem Tor raus, probiert sich den irgendwie aufzugabeln, rutscht dabei weg und dann ist eben Markus Pink da, der eben dann den Ball stibitzt, ohne eigentlich großartig wirklich was dafür zu tun, außer dass er beim Goalie eben ist und ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr slapstickmäßig aus. Ich könnte mir das Tor 100-mal ansehen, denn das Geile ist dann auch, dass Pink im Endeffekt ja dann probiert, also dann nochmal aufs leere Tor rennt und ja, den Ball fast noch verstolpert. Also der springt ihm dann in der letzten, ja, auf den letzten Meter nochmal ans Knie und geht dann rein. Also ich habe da wirklich geschwitzt, bis der Ball endgültig hinter der Linie war, ob das jetzt ein Tor wird oder nicht. Aber es war das vorentscheidende 2:0 für Sturm. Das letzte Highlight, das gab es dann noch von den Linzern. Ein Freistoß aus sehr, sehr guter Position, knapp vom 16er. Und Michol schießt ihn einfach mal durch die Mauer, durch die Löchrig, wie ein Käsesieb ist. Und der Ball ist dann auch drinnen. Aber das Ganze auf jeden Fall schon zu spät. Erste Minute 93, 4 Minuten Nachspielzeit waren es, was ich so im Kopf habe, und Sturm bringt es eben dann auch über die Zeit. 2:1 auswärts im Pasching fürs Erste. Ich will nicht sagen, alles wieder gut, aber man hat sich zurückgemeldet. Man muss ja dazu sagen, die Runde ist perfekt für uns gelaufen. Austria und St. Pölten haben sich 2:2 getrennt, also Punkteverlust für beide. Und ja, auch der WRC hat am Schluss trotz langer Führung oder ja, trotz eben zeitweiliger Führung in Salzburg und 1:3 verloren in der Schlussphase und wir sind somit der Sieger der Runde. Platz 4 erstmal wieder, ein Punkt hinter Wolfsberg, St. Pölten und die Austria hinter uns gelassen, also alles perfekt gelaufen. Nächste Woche das gleiche Spiel, nur mit umgekehrtem Heimrecht, da geht es in Graz wieder weiter und ja, da wird es dann natürlich spannend, ob man die Leistung konservieren kann und daran auch anschließt. Auf jeden Fall, die Leistung diesmal war okay, aber Jungs, bitte, bitte so weitermachen, denn sonst mit einer 0-3 Niederlage am Sonntag wäre das alles schon wieder nichts mehr wert. Also von dem her, einfach weiter Gas geben. Ihr schreibt natürlich alle in die Kommentare, was ihr zur Partie sagt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwurzen, brav Burschen und weiter so. Und bis dann. Ciao, ciao.